Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus Winterthur. Hier ist die Martina und mich haben einige angeschrieben und gefragt, was machst du eigentlich jetzt genau mit Liebschau und Pracht hier in Winterthur? Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein kurzes Video, oder? Also, ich habe die Zertifizierung in 2023 gemacht bei Liebschau und Pracht und habe ganz großartige Erfahrungen schon sammeln dürfen von unterschiedlichsten Themen und Beschwerden, die bis heute nachhaltig sind. Genau, für die Kunden nenne ich sie so. Patient hört sich ja immer so krank an, auch wenn es schmerzhaft ist. Genau. Was machen wir denn hier? Als erstes, wenn du hier in meine Räumlichkeiten in Winterthur kommst oder zu mir in die Räumlichkeiten, dann machen wir ein Anamnesegespräch. Nach dem Goldstandard von Liebschau und Pracht bekommst du da, gehen wir uns erstmal genau das anschauen, wo dein Thema sitzt, woher es kommt, wie lange du das schon hast, was schon gemacht wurde, was nicht gemacht wurde und so weiter, um besser zu verstehen, wo dein Schmerz sitzt. Und als zweites schauen wir uns dann mal zusammen an. Ich habe dann hier auch meine pinke Liege vorbereitet und dann werden wir mal ein paar Stellen an deinem Körper mit der Osteopressur von Liebschau und Pracht uns anschauen. Ich werde dich mal ein bisschen drücken, dich lieb haben, nein Quatsch, die Stellen drücken und dann kriegst du natürlich auch noch Übungen gezeigt, die, sag ich mal, deinem Zustand, die solltest du dann regelmäßig im besten Fall, das werde ich dir dann nochmal genau alles aufschreiben, erklären, wie die zu machen sind, die Übungen, dass sie korrekt gemacht werden und die Faszienrollmassage. Also wir bestehen, dieser ganze Ablauf hier besteht aus drei Bestandteilen. Anamnese, Osteopressur und natürlich Engpassdehnen und Faszienrollmassage kriegst du von mir eben vermittelt. Und wir sehen uns insgesamt mindestens mal dreimal, zwei bis dreimal, je nachdem, wie deine Beschwerde sich entwickelt. Und von daher werde ich dir dann immer wieder zeigen, wie du die Übungen richtig machst, damit du halt langfristig, selbstständig, schmerzfrei bleibst vor allen Dingen. Ne? Genau, jetzt zeige ich euch nochmal. Hier seht ihr ja, habe ich schon wieder vorbereitet. Gleich startet ein Viererkurs und hinten an der Wand, wo im Moment jetzt noch das Poster steht, kommt gleich dann die Einschaltung vom Beamer, dass wir hier alle zusammen schön die Übungen machen können. Und was ich euch gleich noch erzählen wollte, ist, das mache ich in einem separaten Video. Seid ihr schon neugierig? Okay, dann bis gleich. Also, tschüss aus Winterthur.